Typen, das ist ja, hier gibt es ja gar keinen Content in diesem Kanal. Das ist ja wirklich ekelhaft. Gucken wir jetzt iRacing Idiots of the Weeks. Week 25, vor 2 Wochen kam das raus. Vor einem Tag kam eine neue Episode raus. Na, da sehe ich uns doch, Chat. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was da drin ist. Ich muss doch gucken, dass es iRacing Idiots of the Week ist und nicht wieder Wins of the Week. Ah, das war ja das Größte. Das war ja der größte Fail EU West. Alrighty. Das Intro ist so witzig mit dem ganzen Klavier. Oh, Regen ist dabei. Oh, das ist ganz schön leise, ne? Ich denke, jetzt ist... Okay, wow, das ist vielleicht ein bisschen laut. Aber das ist auch okay. Das erinnert mich immer noch an die Szene von Bathurst, wo der eine Dude über den Reifenstapel rübergesprungen ist. Das war so legendär und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass er das gefangen hätte. Oh no. No. Oh. Ich weiß gar nicht, ob man da bremsen kann auf dem Rasen mit den Autos. Also ich würde mal vermuten, es ist scheißegal, wie hart du bremst, oder? Das geht einfach nur geradeaus. Oh. Aha, das ist also dieses Indica. Nein, voll aufs Körb und abgehoben. Das sieht aber nicht mehr so gerade aus. Was, kann er noch weiterfahren? Nein. Huh. Was? Wie, der kann... Der ist nicht kaputt? Was? Na, das Hinterrad ist doch ein bisschen krumm, oder? Oh, das erinnert mich an meinen eigenen Rejoin, nachdem ich auf dem Grillplatz in Daytona war. Der war genauso beschissen. Oh, dafür schäme ich mich heute noch. Aber ich habe nichts gesehen. Das war so dumm. Und mir hat auch keiner was gesagt. Ah, das war so dumm. Das erinnert mich sehr daran. Da wurde aber mal alles abgebaut. Oh Mann. Oh, da ist auch wieder Indica, ne? Stell dir das mal vor, Maga, du fährst einfach irgendwie in der Einführungsrunde und auf einmal steht vor dir einer quer, es fährt jemand weg und du auf einmal, oh oh, no. Es müsste eigentlich hier das Meme reinkommen. And at this moment, he knew he fucked up. Oh, der ist komplett kaputt. Puh, hä? Wie, noch einer? Nein. Ich kann nicht mehr, Mann. Stell dir vor, du hast den ersten überlegt, Mann. Vor dir das zweite Mal dreht sich das Clownsmobil wegen den Farben Clownsmobil und dann fährt das andere Clownsmobil wieder rein und dein Auto ist kaputt. Nein. Oh. Wait, what? Oh, Mazda. Nope. Oh Mann, ey. Oh. 'Cause you have a bad day. Du, 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 du.
Oh, oh no. Er gibt noch alles. Oh, was kommt jetzt? Oh lol, wo wolltest du da hin? Okay, gute Idee. Nicht? No worries. All damage is repairable. Das sieht so geil aus. Oh, das ist das Porsche hier, wie heißt es? Cup-Porsche? Ey, IndyCar sieht so fancy aus. Ne? Oh, keiner getroffen? Oh! Ich hoffe, der hatte nicht das Lenkrad in der Hand. Oh mein Gott. No! Wow! Was ein Safe, ey. Regen ist einfach der absolute Feind, Junge. Ey, wenn du da nur an irgendeiner Stelle müh zu viel Gas gibst, einfach dead. Oh, no. Huch. Oh, oh, ich glaube, die beiden Fahrer, die hatten sich gern. Da waren Magnete drin, das konnte man sehen. Puh, ich glaube, die Reifen sind jetzt warm. Oh, aber er hat sich Mühe gegeben. Aber der ist, glaube ich, ein bisschen krumm. Ich glaube, der ist mühkrumm. Das sieht halt original aus, als wenn der driftet. Oh nein, und der Matz... Oh, der Matz da. So ärgerlich. Matz da. Oh, einfach mal komplett... Entsorgt. Scheiße. Oh nein. Ey, manche Leute haben so viel Pech, ne? Gelbe Flagge ist absolut optional. Alter Verwalter, was? Oh oh. Tu, der Reifenstapel hat aber auch alles gegeben, was er hatte, Junge. Der Reifenstapel hat wirklich alles gegeben, was er hatte, ey. Wow. Oh, gleich Engine kaputt. Oh oh. Du, da kannst du auch so viel, glaube ich, auf die Bremse treten, wie du willst, ne? Da ist einfach vorbei. No. Au. Ich glaube, deine Lenkung ist kaputt. Einfach aus dem Weg geräumt? Moment, warte mal, was? Da fehlt doch was. Oh, das geht nicht gut, oder?
Oh, das war aber sehr motiviert, mein Freund. Geht's bei euch, oder? Oh, das war schon sehr motiviert. Nein. Oh, stell dir mal vor, du startest extra aus den Pits, um das alles zu umgehen und dann hast du einen einzigen, der dich rausschiebt. Oh. Mara, da ist dein Tag wirklich gelaufen, glaube ich. Oh, der Dodge. Der Dodge. Oh nein. Oh, wie ärgerlich. Okay. Wild? Was war sein Plan? Oh mein Gott. Der Crash aus der Unterwelt. Oh! Mach, ich stell dir vor, du machst einfach den... Okay, was kommt jetzt? Nee, war super. Und tschüss. Beide zugleich denselben Fehler. Oh, aber er lebt noch. Oh. No. Oh, no. Ich glaube, das war ein bisschen zu schnell für die Kurve. Bin mir nicht sicher. Okay. Oh, Mazda. Einfach komplett entsorgt, Alter. Oh, und das, also, ob das jetzt mit Absicht ist oder nicht, keine Ahnung, aber einfach entsorgt. So, tschüss. Kein Bock mehr auf dich. Also ich glaube wirklich, ich habe allerhöchsten Respekt vor Leuten, die den Cup Porsche fahren können. Ne? Das ist echt nicht einfach, glaube ich. Das ist, glaube ich, nicht einfach. Ui, 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 ui. Oh, wow, wow. Schon wieder so ein Safe. Alter. Ich glaube, die haben sich ein bisschen vergeilt. Der Rejoin, Alter. Oh, der Rejoin. Was sind denn das hier für Clowns? Übrigens, so als kurze Info für euch, ne? In der Startrunde, also in der, ich glaube, Formationsrunde nennt man das, ja? Das Schaden übrigens an. Warum fahren die Leute da auch noch rein? Oh. Oh. Ey, Formula, da geht ja richtig die Post ab, Junge. Aber ich glaube, da bist du auch instant dead, wenn dich einer berührt, oder? Also. Puh.
Oh oh. Suzuka. Oh, ich hoffe immer, dass da keiner die Hände am Lenkrad hat. Oh, ich hoffe wirklich immer, dass da keiner die Lenkräder, das Lenkrad in der Hand hat. Wow. Du, das ist nicht mehr Nesquik, das ist Nesslow. Du, ich glaube, du hast die falsche Livery drauf, mein Freund. Bin mir aber nicht so sicher. Oh oh. Warum bleibt er da stehen? Oh, dicker Porsche. Oh, der Porsche ist aber auch wirklich richtig wild. Stell dir mal vor, du nimmst Rücksicht auf den vor dir, bremst ein bisschen früher, damit du den nicht reinorgelst und von hinten kommt einer mit vollem Cartoon angekracht, Junge, und schiebt dich aus dem Leben. Oh. Hä? Okay. Da jetzt. Du, ich glaube, du bist ein bisschen zu schnell. Ich habe immer Angst, dass die Leute bei sowas die Hände am Lenkrad haben. Oh! Also das wäre, glaube ich, das wäre wirklich so ein Moment, wo ich sage, dafür ist ein Notausschalter. Ich wollte schon wieder Not aus. Das ist wirklich für den Notausschalter. Oh! Oh, was ist denn hier? Hoppy Poppy? Kleines Hüpfehäschen? Hüpfhäschen, hüpf. Hüpfhäschen, hüpf. Hast du einen Notaus? Ich habe einen Notaus, ja. Ich habe einen. Oh, Idiots of the Week ist aber auch wirklich ein... Das ist schon echt schön manchmal. Eieieiei. Ich habe einen Notausschalter, genau. Ich habe nicht Notaus, ich habe einen Notaus, weil ich zwischen Not und Aus Leerzeichen habe. Ist das wirklich so gefährlich mit dem Lenkrad? Stirni, ja, das kann sehr gefährlich sein, ja. Also wenn du jetzt, sag ich mal, eine etwas stärkere Wheelbase fährst mit... ein bisschen mehr Kraft dann und du die Finger drin hast, dann kann dir das schon mal die Finger brechen, ja.